Heute traurige Neuigkeiten von der Löwensavanne. Und das Riesenhörnchen kommt auf den Geschmack. So, meine Großen. Mario, mal zu Rezi. Mario und Mozzagetti. Vor 6 Wochen sind die jungen Löwen aus Basel nach Leipzig gekommen. Ganz behutsam haben sie sich eingelebt, sich Schritt für Schritt an ihr neues Zuhause gewöhnt. Gestern nun ein tragischer Zwischenfall. Gegen 8.40 Uhr sind die Löwen von ihrer Außenanlage entwichen. Kurze Zeit später tritt Zoodirektor Jörg Junhold vor die Presse. Die Situation wurde gesichert von unseren Mitarbeitern sofort. Es gibt eine Rettungskette, die lückenlos gegriffen hat. Circa 40 Personen, sodass also erstmal keine Gefahr bestand. Die Löwen haben sich verängstigt zurückgezogen. Glück im Unglück. Der Ausbruch geschieht, bevor der Zoo öffnet. Besucher sind nicht in Gefahr. Die Polizei sichert zusätzlich die Umgebung ab. Gegen 11.30 Uhr war also der erste Löwe im Gehege. Er ist zurückgedrängt worden mit einem Zaun. Und der zweite Löwe ist gegenwärtig noch nicht im Gehege, aber eine Narkose ist gesetzt worden vor einer knappen halben Stunde. Und die Narkose flutet noch an. Ich muss mal kurz unterbrechen, Entschuldigung, ich werde gerade nach draußen gerufen. Mario wieder im Gehege. Aber was ist mit seinem Bruder? Mozzagetti. So, ich muss leider noch eine traurige Mitteilung machen. Die Narkose ist nicht angeflutet, wie wir das gehofft hatten. Und es musste eine Schusswaffe eingesetzt werden, sodass das zweite Tier jetzt getötet wurde, um Schlimmeres zu verhindern. Ein riesiger Verlust für den Zoo. Aber wie konnten die Löwen entkommen? Heute, einen Tag nach dem Ausbruch, eine erste Analyse. Es war in 4 Stunden währender Kampf. Was dann aber passiert ist, der Löwe hat den inneren und dann auch bis fast zum zweiten Sicherheitskreis durchbrechen wollen. Oder er hat ihn durchbrochen. Und dann musste entschieden werden, um Menschenleben und menschliche Unversehrtheit letzten Endes zu schützen. Der Ausbruch selbst, und das wissen wir jetzt, hat niemand beobachtet. Wir müssen aber davon ausgehen, wir haben gründlich untersucht, dass der Wassergraben durch die Löwen überwunden wurde. Völlig unvorstellbar bis dato. Nun wird die Anlage zusätzlich gesichert. Leid und Freud. Eine 500.000 Krakeneier. Kostbares Erbe von Uso oder, um genau zu sein, Usa. Das Krakenweibchen hat alles gegeben für ihren Nachwuchs, bis zum eigenen bitteren Ende. Uso ist gestorben. Das Gelege lebt weiter. Doch die Bedingungen hier im Becken? Schauen wir mal, dass wir den da reinkriegen. Nicht optimal. Ausgeklügelte Technik soll die Krakenzucht von nun an unterstützen. Lisa Fischer und Kurator Ulrich Grassel richten den Kreissaal ein. Ja, wir sind ja dabei, unsere vielen, vielen Krakeneier so unterzubringen, dass, falls wirklich was schlüpft, wir auch auf der sicheren Seite sind, um die durchzubringen. Und deswegen haben wir uns jetzt eine Art Quallenkreisel besorgt. Ob wirklich was schlüpft, wir wissen es noch nicht genau, aber die Hoffnung ist da. Was bei der Quallenzucht funktioniert, soll nun auch bei den Kraken klappen. Und etwas stimmt da zuversichtlich. Einige von den Eiern sind tatsächlich rosa geworden, was ja nur wirklich eine Veränderung ist. Die waren vorher weiß, hatten diese schwarzen Punkte und jetzt gibt es welche, die eben so eine leicht rosa Färbung haben.
Und in einem Video, was ich mir angeguckt habe im Internet, sieht das genauso aus. Und dann sind die gleich geschlüpft. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass es klappt. Und jetzt ist aber allerhöchste Eisenbahne, dass sie alle in diesen Kreisel kommen. Weil wenn die hier drin schlüpfen, saugt die der Filter an und dann war es das. Und deswegen müssen die jetzt wirklich hier rein. Ihre vertraute Umgebung. Du hältst rein, ich saug an. Dürfen Sie mitnehmen. Spannend wird nur, ob die ganze Amphore auch wirklich da reinpasst. Das ist Augenmaßsache jetzt. Was denkst du? Ich sag ja, du ganz klar. Ja. Ich würde jetzt kurz mal die Pumpe ausprobieren. Die sorgt für die Meeresströmung im Kreisel. Na, jawohl. Oh. Was denn? Der Filter scheint von der Dichtung her nicht allzu toll zu sein. Hier schwappt's raus. Kann man nicht machen so. Nee, siehste. Verdammt. Sawadi, die Okapi-Dame, muss sich seit neuestem einem Schwangerschaftstest unterziehen, um ihre Stoffwechselendprodukte. Da kümmert sich Anita Färber. Wir werden jetzt Montag, Donnerstag immer Kotproben von unserer Sawadi, von unserem Okapi-Weibchen nehmen, um die Hormonzubestimmung zu machen, um zu sehen, ob sie eventuell tragend sein könnte. Und mal gucken. Sawadi mal kurz absperren. Und Mädchen, alles in Ordnung? Hm. Wie es einem so geht. Ist gut. Wenn man aus dem eigenen Schlafzimmer ausgesperrt wird. Dann kann Anita jetzt Beweise sichern. Na, nehmen wir mal. Von jedem Haufen ein bisschen was. Hübsch drapiert. Ja, Sawadi kackt ins Bett. Der Kimdu ist da ein bisschen anders. Der hat ein Bett und eine Toilette. Aber bei der Sawadi ist alles zusammen. Egal. Hauptsache guter Stoff mit hoher Aussagekraft. Ja, und das nehmen wir jetzt in die Kühlung. Weil es wird ja für mehrere Wochen gesammelt und deswegen gehen wir jetzt das dann gleich kühl stellen. Das Untersuchungsmaterial kommt später ins Labor. Bis dahin muss es frisch bleiben, damit die wertvollen Informationen nicht verloren gehen. Morgen nicht erschrecken. Sammelsurium. So viel ist es noch nicht. Wir haben jetzt, wie gesagt, erst angefangen. Und dann wird hier eben schön gesammelt. In der Hoffnung, dass was Positives rauskommt. Auch im neuen Vogelhaus herrscht fruchtbares Klima, Nachwuchs, wohin man schaut. In der Hoffnung, dass das ansteckend ist, leben seit neuestem sie hier, die Sri Lanka-Riesenhörnchen. So, ihr Mäuse, jetzt gibt's was zu essen. Jochen Männer, der Vogelflüsterer. Nun hat das mit Fell zu tun, und zwar ziemlich flauschigem. Ja, das ist ein bisschen das Problem hier. Man möchte ja rein, aber das Horn sollte nach Möglichkeit eben auch hier bleiben. Hi, du. Guck mal. Also, das ist natürlich schon so ein bisschen wie toll. Ja, da kommt noch eins, ja, der Meister. Ja, guck an, ein Traum. Das sind schon witzige Viecher. Das funktioniert mit dem Vogel irgendwie nicht so. Wir haben Jochen schon um den Finger gewickelt. Das ist natürlich was Tolles, dass sie jetzt so innerhalb weniger Tage so zugänglich auch mir gegenüber geworden sind. Es ist ja nicht nur so, dass es einfach so ein nettes, flauschiges Vieh ist, mit dem man so ein bisschen spielen kann, sondern die sind ja nebenher auch noch fürchterlich selten und irgendwo so ein bisschen anspruchsvoll. Und das ist natürlich dann schon toll, wenn man mit einem so wertvollen Tier dann in so einem vertrauten Kontakt umgehen kann. Und so machen die jetzt erstmal hier einen richtig fidelen Eindruck. Ja, die sind überhaupt nicht gehemmt. Ne? Magst du? Ja, das magst du gerne haben. Ne? Guck mal. Oh, das ist natürlich so Leckerlis, mit denen man den Kontakt hier pflegt. Dann husche ich wieder raus.
Das muss man dann machen, während sie beschäftigt sind, damit sie einem nicht folgen. Ja, die sind auf den Geschmack gekommen. Liebevolle Pflege und inspirierendes Klima. Da ist vieles möglich. Oh, erste zarte Bande. Ich möchte ja nicht unken, aber also sie haben zumindest Kenntnis voneinander genommen. So, wir werden mal sehen. Also das ist natürlich das ultimative Ziel dieser Hörnchenhaltung hier. Wir halten ja nicht aus Jux und Tollerei und weil ich auch mal ein Vieh knuddeln wollte, sondern das Ziel ist natürlich schon, die zu vermehren. Das hat jetzt an anderen Stellen im Zoo nicht geklappt. Jetzt versuchen wir es eben hier. Und hier scheinen sie angekommen. Bei Jochen. Also sonst bin ich ja schon mehr so, ja, so distanzierter Tierpfleger, würde ich mal sagen. Ich pflege ja lieber eine Art als ein Individuum. Aber in dem Fall fällt mir das fast ein bisschen schwer. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und den Namen geben. Aber es ist schon kurz davor, könnte man sagen. Das ist schon spannend. Ja, hier geht noch was. Ulrich Grassel. Das war ein voller Schluck. Mhm. Mit vollem Körpereinsatz. Portion Salz für heute zu dir genommen? Ja. Alles genügend Jod. Für die Krakenzucht. Jetzt müssen wir mal schauen, dass hier alles trocken ist. Die neue Pumpe. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Die hält dicht. Die gute Amphore wartet noch. Hoffentlich passt sie rein. Ja. So, kleine Muxis. Irgendwie habe ich ein bisschen Bedenken. Mal die Luft rauslassen hier. So, große Spannung. Okay. Guck mal, ob sie reinpasst. Das könnte gehen. Nur das Rohr stört, aber das kann man noch rausmachen. Viel Aufwand. Doch der Schlupf in einem Aquarium wäre eine noch nie dagewesene Sensation. Toi, toi, toi. Zweiter Versuch. Na aber, wunderschön. Ja, die Eier bewegen sich auch. Das ist wichtig. So, jetzt müsst ihr aber auch schlüpfen, wenn wir schon so einen Aufwand machen, ne? Bedingungen. Fast wie im Meer. Das Wasser rauscht wirklich durch die Bohrungen hier raus und geht diesen Weg hier praktisch, diesen Kreisel. Das heißt, wenn ein Schlupf stattfindet, dann spült es die Larven richtig raus. Und die stehen dann in diesem Kreisel, teilweise so wie diese weißen Pünktchen da drin. Und die können ja auch ein bisschen gegen die Strömung schwimmen, so ganz minimal. Darum sind die dazu fähig, wirklich hier in der Mitte des Kreisels zu stehen und auf Futter zu warten. Geburtsvorbereitungen abgeschlossen. Jetzt können die kleinen Kraken kommen. Wenn wirklich was schlüpfen sollte, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auch was hochkriegen, weil wir jetzt einfach die Voraussetzungen dafür haben. Genau. Positiv denken. Was sagst du? Wir brauchen viele Schnapsnamen. Für Usos Erben. Im Okapi-Stall Spuren gesichert. Na, dann kann Anita jetzt den Tatort reinigen. So, jetzt haben wir da ganze Arbeit geleistet hier. Ja, und auch sonst haben Sawadi und Kim, du ihr Mann, den Pflegern viel abverlangt mit ihrem Liebesspiel. Nachdem wir es eigentlich schon aufgegeben hatten, war es dann doch so weit, dass der Kim, du dann doch Interesse an Sawadi hatte. Und Sawadi sich dann auch ein bisschen noch interessiert hat für ihn, weil zwischenzeitlich hat es dann ganz schön die Schnauze voll gehabt von ihm. Aber dann war doch der Tag der Tage und dann haben sie gedeckt. Kim Du hat die Gunst der Stunde genutzt. Ob er auch erfolgreich war, das wird sich zeigen. Ihr Deckakt, ein Spiel mit vielen Facetten und Sawadi anspruchsvoll. Bei Sawadi ist es halt so, die muss erst mal ein bisschen rumtänzeln und dann irgendwann legt sie sich nieder. Dann versucht er, sie aufzuschubsen, zum Aufstehen zu bewegen. Und irgendwann ist es halt soweit, dann steht sie auf und dann geht's los. Und dann die ganze Zeit. Und dann kann man sie eben nicht wieder trennen. Große Liebe. Gern mit Folgen. Ein weiteres Kind
käme auch der Mutter zugute. Man sieht ja, dass Zawadi ganz entspannt ist jetzt hier. Aber der Mut ist eben noch nicht so richtig da, dass es so weit geht, dass man sie anfassen kann richtig. Aber sie kommt von sich aus jetzt schon und schnüffelt mal an der Hand oder an den Haaren. Da wird das sicherlich erst mit dem Kind, wenn man mit dem Kind wieder trainiert, dann sicherlich wieder ein bisschen besser werden. Jedem Kind wird es besser. Und dann wird sie hoffentlich kinderreich. An der Flamingo-Lagune ein neues Gesicht, Jeanette Pambor. Seit kurzem Bereichsleiterin eines Kontinents, der im Zoo gerade erst entsteht. Südamerika. Ich bin gelernte Tierpflegerin. Ich habe die letzten 15 Jahre in Frankfurt am Main gelebt und gearbeitet. Komme aber ursprünglich hier aus der Gegend. Also ich bin gebürtige Sächsin sozusagen. Und jetzt hat es mich eben wieder zurück in die Heimat verschlagen. Und jetzt fange ich hier einfach noch mal im wahrsten Sinne des Wortes bei Null an. Was macht Zittern so grundsätzlich? Und gleich hat Jeanette es mit einem Problemfall zu tun. In Christophs Revier, ein Flamingo-Weibchen mit Schmerzen. Also das Blöde ist ja, sie hat ein geschwollenes Zehengelenk links und ein geschwollenes Karpal- oder Fersengelenk rechts. Das ist halt schlecht, wenn man nur zwei Beine hat. Und am liebsten nur auf einem steht. Ein Fall für Dr. Bernhard. Der wird die Patientin mal unter die Lupe nehmen. Dann grapscht man. Fangen. Und Jeanette gleich mittendrin. Haben wir einen Plan? Bitte? Haben wir einen Plan? Ja, einen Plan. Ja, nicht schlecht. Der Plan. Hier ist er aufgegangen. Es sind tatsächlich kleine Kraken geschlüpft. So. Dass es jetzt so schnell geht, hätten wir nicht gedacht. Und jetzt sind sie wirklich da. Winzig klein. Gucken wir mal, ob wir noch welche finden. Jetzt schwirren hier noch ganz viele Eier mit rum, die abgestorben sind oder eben nicht befruchtet sind. Aber da zappelt zum Beispiel was. Also sie sind wirklich mikroskopisch klein. Vielleicht kommt es mal noch vor. Die Vorderlampe zappelt auch was. Man sieht doch schon kleine Ärmchen, wenn man genau hinguckt. Krakenbabys. Großes Wunder. En Miniatur. Allerdings musste die Amphore dran glauben. Die mussten wir jetzt mal ein bisschen zerstören, weil da kleine Schädlinge dran saßen. Also Glasrosen, die dann die kleinen Kraken gefressen haben, gehen wir davon aus. Und deswegen haben wir die jetzt einfach entfernt. Aber einfach abkratzen geht nicht. Also musste die Amphore einfach zerschlagen werden. Und so hat man einen viel besseren Einblick. Also wir haben viel bessere Kontrolle jetzt. Und es sind ja noch unzählig viele Eier da. Also da kann noch ganz viel kommen. Aber die ersten zappeln schon. Nächster Schritt ist fressen. Aber man sieht sie natürlich nicht fressen, die sind so klein. Wir geben immer Futter rein und hoffen einfach. Anita schüttelt das Bettchen auf für Zawadi. So, Zawadi ist ja ein bisschen größer als der Kindo. Und der Kindo kriegt auch kein Stroh ins Bettchen. Der piekt ihm das wahrscheinlich zu sehr am Hintern. Der kriegt nur ein Sägespänebettchen. Und das Stroh ist dann quasi seine Toilette. So, Prinzessinnenbett. Ein jeder hat hier seine ganz persönlichen Vorlieben. Anita kennt sie alle. Ja, es ist halt jeder Pracht ein bisschen was anderes. Hauptsache wohlfühlen. So, jetzt schäumen wir noch ein bisschen für die Luftfeuchtigkeit. Gut, sind wir jetzt hier fertig. Und dann
kein Zawadi. Rüber. Willst du rübergehen? Gesunde Kost. Das kann nicht schaden. Feines Mädchen. Vielleicht frisst sie ja schon für zwei. Bis zum Testergebnis steigt die Spannung. Na, gehen du? Er jedenfalls hat alles gegeben. Dann wollen wir mal gucken. Dein nächstes Kind produziert das genauso eine hübsche. Guck mal nicht da. Und jetzt? Na, so viel Besuch für dich. Na, eigentlich für Zawadi. Na, eigentlich für beide. Im Endeffekt gehören immer zwei dazu. Mal sehen. Hinter der Lagune. Zugriff. Also? Ja. Teamarbeit. Klappt schon mal. Danke. Vorsicht, der Zwick. Ich kann den Kopf gleich unter den Arm nehmen. Oder du hältst ihn. Geht auch. Das Flamingo-Weibchen hat stark entzündete Gelenke, möglicherweise überlastet. Dr. Bernhard verordnet Antibiotika für innen und ein Balsam für außen. Das ist eine Salbe, die Wärme hier reinbringen soll. Ist ja teilweise zumindest schon warm. Das Entzündungsgeschehen, Vorsicht, der färbt echt. Rauslassen. Ich lasse den Kopf los. Ja. Um das alles ein bisschen zu aktivieren. Und mal zum Abschluss zu bringen. Wir haben eigentlich alles gemacht, was man machen kann. Erstmal mehr oder viel mehr Möglichkeiten haben wir nie. Mal sehen, ob das jetzt durch die Salbe ein bisschen weiter aktiviert wird. Und dann. Bleibt die eine Weile drauf? Also wie verhalten die sich? Die wird nicht gleich morgen weg sein, würde ich sagen. Okay. Ist ja wie Teer so ein bisschen. Ne? Die wird dann auch hier irgendwo dran kleben, aber. Das ist ja in Ordnung. Kannst du machen. Ich nehme selten zum Seiden Handschuhe. Das sagt alles. Das sagt alles, genau. Wir werden sehen. Wir werden melden. Alles klar, vielen Dank. Jetzt muss es nur noch wirken. Nun ja, schnell wie die Maler, ne? Hinkommen, anmollen, fertig. Sehr gut. Die Krakeneier. Was hier schlüpft, soll groß und stark werden. So, schauen wir mal. Lisa sorgt dafür. So, hier sitzt das Plankton drin, also das Futter quasi für unsere kleinen Krakenkinder. Es gibt dann so spezielle Plankton-Kescher, also mit einem ganz, ganz feinen Sieb, dass das wirklich nicht durchhuschen kann. Und hier unten konzentriert sich das dann alles. So ist der Plan. Schauen wir mal. Babynahrung. Ohne zusätzliche Farbstoffe. Einmal machen wir noch. Und künstliche Aromen. So, jetzt schraubt man das hier unten ab. Und man sieht nicht viel. Also der Krake ist ja schon ganz klein, also muss das Futter ja noch kleiner sein. Das leuchtet ein. So, schauen wir mal. Zeit fürs Fläschchen. So, Essen kommt. Man hört sie noch nicht schmatzen. Also das Futter sieht man dann wirklich nicht. Es ist wirklich mini, mini klein. Wir können nur hoffen, dass es die Kraken wenigstens finden. Alles noch heikel. Da hüpft eins. Allein, dass sie da sind. Einmalig. Jetzt müssen sie nur noch wachsen. Tja, abwarten und hoffen. Mehr können wir gerade nicht machen. Und ab 5 cm Durchmesser gibt es dann auch Namen. Na dann, viel Glück. Fast 700 Folgen Elefant, Tiger und Co. Wie eine Sendung entsteht, das können Sie erleben am 8. Oktober 2016 im Leipziger Zoo zum großen ETC-Tag. Aber vorher gibt's dies in der nächsten Sendung. Die Zwergotter erhalten einen Forschungsauftrag. Außerdem, Giraffenbulle Madiba wandert aus nach Belgrad. Das und mehr nächsten Freitag wieder bei Elefant, Tiger und Co. Bis dahin, tschüss.